Oh, Pferde. Pferde hatten wir definitiv auch noch nicht. Kann ich auf dir reiten? Scheinbar nicht. So, hier ist noch jemand unterwegs. Ah, was ist das? Das sieht doch eigentlich so aus, als ob da eine Bombe hingehört, aber nö. So, mehr Füchse, die wir gleich füttern werden. Wow. Gut, bei dem bringt es nichts, sie einfach zu zerschneiden. Da müssen wir was anderes versuchen. Wahrscheinlich sie zum Blühen bringen. So, erstmal die füttern. So, die kennen wir ja bereits, also überspringen wir das Ganze mal. So, bist du der Mann vor dir? Da. Das ist es. Mein Pendel schreit geradezu. Der Schatz muss hier vergraben sein. Was starrst du so, Hündchen? Wirst du mir helfen, den Schatz auszugraben? Mein Pendel hat mir gezeigt, wo er war, aber ich hatte total die Orientierung verloren. Wo das jetzt war? Es muss irgendeine Art Hinweis hier in der Nähe geben. Wirst du mir helfen, den Schatz auszugraben? Mein Pendel hatte mir gezeigt, wo er war, aber ich hatte total die Orientierung verloren. Wo war das jetzt? Es muss irgendeine Art Hinweis hier in der Nähe geben. Ja, eigentlich da ausgraben, aber geht halt schlecht. Wenn da der Laubhaufen auf dem Weg liegt und ich noch nichts habe, um den wegzumachen. So, da ist noch ein Unheilstor, das wir wegmachen. Leider nicht auf die Art, wir müssen da leider durch. Das war zu früh, um uns Zähne zu geben. Jetzt muss der da doch weg. So. Gut, hat es leider keine Zähne gegeben. Aber das Tor ist weg und wir können neue Hirsche füttern. So, die hatten wir ja definitiv schon mal.
Bei uns gehen keine Tiere hungrig aus. So, hier gibt's nichts. Oh, hier ist noch was, was wir grün eingrünen können. Ein Bäumchen. Da ist noch ein Tor und da ist jemand. Meerjungfrauenquelle. Quelle? Welche Quelle? Ist sie ausgetrocknet? Ja, scheinbar. Quellenmimait. Ich verstehe das einfach nicht. Die Meerjungfrauenquelle hat uns immer so schönes, frisches Wasser gegeben. Wie kann sie nur auf einmal ausgetrocknet sein? Autsch. Entschuldigung. Ha. Wenn, dann kommt sie von irgendwo hierher, oder? Oder natürlich von noch weiter oben. Wenn, dann müsste ich wahrscheinlich da hochlaufen und nachgucken. Oder ich muss einfach, dass das Bodentor jetzt zerstört ist. Könnte natürlich auch sein. So. Ja, tatsächlich. Ich muss das Ding zum Blühen bringen. So. Das war gut. Tatsächlich. Und es wird wieder nach. So. Oh, ein Secret zwischen den Felsen. Wer hätte das gedacht? Ein heiliger Knochen ist. Ja, wow. So, deine Quelle ist wieder da. Es ist so wunderbar, dass die Meerjungfrauenquelle wieder Wasser gibt. Vielleicht liegt es an den legendären Kräften der Meerjungfrauen. Hast du schon die Geschichte gehört? Diese Quelle ist wie ein Pfad für sie. Manchmal kommen sie vom Grund des Ozeans hierher. Solche Quellen wie diese hier sind über ganz Nippon verstreut. Die Meerjungfrauen kommen hierher, um ihre Lieblingsorte zu besuchen. Siehst du auf der Wasseroberfläche dort liegt ein leichtes Schimmer. Wenn du eine Meerjungfrauenmünze hineinwirfst, dann wird sich der Pfad öffnen. Ja. Und wenn du hineinspringst, dann wirst du zu einer anderen Quelle gespült. Meerjungfrauenquellen sind wie Pfade zu weit entfernten Geliebten. Vergiss das. Ja, wo kriege ich Meerjungfrauenmünzen her? Ich will Meerjungfrauenmünzen. Da ist schon wieder so eine Katze. Ah, na. Da oben waren wir. Ist das wahrscheinlich so Kletterzeug, wo wir nur mit einer Spezialfähigkeit mit der Katze da hochklettern können? So, jetzt sieht ja das Ganze ein bisschen anders aus. So. Machen wir mal Jumping Action. Hmm.
So klappt das natürlich nicht. Ne, ich fall da durch. Okay. So. Ich würde sagen, da die Zuflucht am nächsten ist. Und das am lustigsten gerade klingt für uns, gucken wir uns die Zuflucht an. Wir könnten natürlich auch erstmal dem Typ hier oben helfen. Um herauszufinden, ob hier irgendwo... Nö. Dürfen wir leider nicht, weil es wieder Tag wird. Hey. Nein. Also ja, Zuflucht, das klingt schon mal nach einer guten Idee. Die Sasa-Zuflucht. Bambusdorf-Sasa-Zuflucht. Yay. Liebst du auch den Bambusgeruch? Sieht aus wie eine Straße. Mal sehen, wo sie uns hinführt. Ja, ist nicht sonderlich groß jetzt vom Anblick her. Hey, Zwitscher. Hey, du, Gammler, was willst du in der Sasa-Zuflucht? Hier umzuschwimmen mit diesem unschuldigen Gesichtsausdruck? Das geht schon mumm für einen Wolf. Du weißt, dass dies hier der Grund und Boden des Spatzenclans ist, stimmt's? Wir können dich nicht einfach so gehen lassen, oh nein. Wir werden dir dein Fell abziehen und dich in die Kiste schicken. Boss, zeigst diesem anmaßenden Köter. Oh Gott. Hey du Gammler, weißt du überhaupt, wie du da vor dir hast? Dies ist der mächtige Anführer des Spatzenclans. Das ist der große Jumper. Oberboss Jumper. Sind wir jetzt hier bei der Mafia oder was? Okay, Boss, mach ihn platt, der gehört ganz dir. Zwitscher. Oh oh. Der Boss ist sehr verärgert. Was verdammt nochmal geht hier vor sich? Hör zu, du Gammler. Die wunderbare Tochter des Boss wurde entführt. Und er ist verdammt wütend. Wir tun alles, um sie zu finden. Wir haben alles abgesucht. Niemand wird hier durchkommen, bevor sie nicht in Sicherheit ist. So, nun verschwinde weg mit ihr. Hä? Sie wollen uns nicht reinlassen. Und was ist das für eine Geschichte mit der entführten Tochter vom Boss? Ja. Wir könnten theoretisch hier speichern. Können wir hier abbiegen seitlich? Nö. Hey, Twitcher. Hey, du Gammel, haben wir uns vorhin nicht klar ausgedrückt? Der Boss ist wütend, seine wunderbare Tochter wurde entführt. Wir tun alles, um sie zu finden. Wir haben alles abgesucht. Niemand wird hier durchkommen, bevor sie nicht in Sicherheit ist. So, nun verschwinde weg mit dir. Also nochmal zu der Irren zurück. Und mal gucken, ob die irgendwo Vögel versteckt. Oh, noch mehr Bäume. Oh, das war der letzte, deswegen gibt's 11. Hm. Was machst du schon wieder, du Köder? Diesmal wirst du nicht so leicht entkommen. Ja, die hat irgendwas da hinten drin. Oder sie hat sie hier im Haus versteckt.
Nö. Hm, hier blättert die Farbe vom Boden ab. Es ist ganz verrottet, als ob es den Elementen ausgeliefert wäre. Ob es hier ein Loch im Dach oder sowas gibt? Ja, alles mal die Luft jagen. Hm. Okay, dann von draußen. Irgendwie auf dieses Haus drauf kommen. Ah. Was für ein abbruchreifes altes Haus. Der Schutzpfosten brechen ja schon zusammen. Ich wette, wir können auf das Dach gelangen, wenn wir hier hochklettern. Ja. Sieht aus, als wäre dieser Teil hier mit Holzbrettern versperrt. Ganz schön schlechte Arbeit, muss ich sagen. Ich wette, das kannst du leicht in Trümmer schlagen. Warum schlagen? Wir sprengen's. So, was hat das jetzt gebracht? Was für ein Saustall. Die Sonne scheint durch ein Loch in der Decke. Das ist aber ein großes Loch. Ich wette, man könnte bei Nacht sogar den Mond durch das Loch sehen. Aber hier ist kein Ort, an dem man sich darüber unterhalten sollte, den Mond anzusehen. Hm. Weg von dem Eintopf weg, neu, der riecht ja ekelhaft. Was hat mir das jetzt gebracht? Grabsteine hier draußen. Sieht nicht so aus, als würden sie Besuch bekommen. Das ist irgendwie traurig. So, hier kann ich reinjumpen, aber das bringt mir nicht sonderlich viel. Diesmal wirst du mir nicht so leicht entkommen. Ja gut, lassen wir die mal mit ihren Sorgen alleine. Ich höre hier doch immer was bellen. Ach, ein Hundi. Ist doch Fisch? Nein. Das wollen wir übrigens noch schnell nachgucken, unsere Tierliste. Bevor ich speichere. Ablehnung. Ja. Tierliste. Neu. Fuchs. Diese Fleischfresser sind sehr misstrauisch. Ja. Diese Fleischfresser haben große Zähne und Klauen. Tiger. Mann, uns fehlen nicht mehr viele Tiere. Aber bei eigentlich allen fehlen mir die 100%. So, das heißt zurück zum Spiegel. Und dann werden wir uns als nächstes wohl das Windmühlendorf angucken. Denn dahin sollen wir ja als nächstes gehen eigentlich. Ach, ich überspeichere den Spielstand mal. So, und dann gibt es jetzt einen Cut. Also, bis gleich.